Hi Leute, Andi hier. Wir starten jetzt mal eine ganz neue Videoreihe, in der wir euch mal so ein bisschen erzählen, wie ein Song tatsächlich entsteht und welche Stationen er durchläuft, von der allerersten Idee bis hin irgendwann tatsächlich auf der Bühne im Konzert. Und dabei werden wir tatsächlich einen Song, der ins Programm aufgenommen werden wird, hoffentlich von Anfang bis zum Schluss begleiten. Und wir starten heute mal mit der ersten Episode, nämlich die Idee. Die große Frage ist jetzt, wie geht man daran, einen Song zu schreiben? Hat man zuerst die Melodie? Hat man zuerst eine Textidee? Und das ist total unterschiedlich, je nachdem, wer den Song schreibt und natürlich auch, was für ein Song das wird. Bei mir persönlich ist es so, ich habe meistens beides so ein bisschen. Es gibt Situationen, wo ich eher erst einen Text habe, und es gibt Situationen, wo ich irgendeine musikalische Idee habe, aber ganz oft ist das irgendwie so eine kleine Verbindung von zwei ganz kleinen Elementen, irgendwie so eine melodische oder harmonische Idee und irgendeinem Textfragment, die dann zusammenkommen. In diesem konkreten Fall war es so, ich habe mir überlegt, wie sieht das Programm von Viva Voce aus und was sind vielleicht noch so musikalische Farben, die fehlen. Und irgendwie hatte ich die Idee, man könnte noch so eine coole Rocknummer machen. Irgendwas, was so ein bisschen abgeht, was ein bisschen nach vorne geht, einfach so eine schöne, was gute Laune macht, ein grooviger Rocksong. Da haben wir gerade noch nicht so viel im Programm. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen vor mich hin überlegt und vor mich hingesungen und hatte plötzlich dann so einen Rockgroove im Kopf und dachte so, der könnte ganz gut funktionieren. Und dann fielen mir dazu so ein paar Melodien ein. Und dann war natürlich die Frage, worum soll es jetzt da drin gehen? Was könnte thematisch für so einen nach vorne treibenden Rocksong eine schöne Variante sein? Und dann sind bei mir im Kopf so zwei Sachen zusammengekommen. Zum einen, ich bin kein sonderlicher Fan von so ausgelutschten Phrasen, die immer wieder mal gesagt werden. Es sei denn, man schafft es, denen noch irgendwie einen neuen Aspekt abzuringen. Dass man sagt, ja okay, das haben wir schon gehört, aber dieser eine Gedanke dazu, der ist vielleicht noch nicht ganz so ausgenudelt und der gibt nochmal eine interessante Perspektive drauf. Und dann zum anderen war es tatsächlich noch voll im Lockdown und alle saßen zu Hause und hatten nichts zu tun. Und es war eben so dieser komplette, fast schon wirklich enorm verstärkte Alltagstrott, aus dem es total schwer war auszubrechen. Und ich habe mir überlegt, dazu würde ich gerne einen Song schreiben. Nicht der das wirklich beschreibt, sondern der da so eine Art Motor gibt, einfach trotzdem weiterzumachen. Und selbst wenn wir jetzt diese Phase hoffentlich irgendwann überwinden, es wird ja immer wieder auch Situationen geben, wo man jetzt das Gefühl hat, man steckt in so einem Trott fest. Und da möchte ich gerne, dass es da auf jeden Fall bei Bedarf eine Musik für gibt, die einen da ein bisschen rausholen kann. Und der Satz, und zwar der richtig schön, wunderbar platte Satz, den ich da im Kopf hatte, war, das Leben geht weiter. Aber weil natürlich jetzt auch zur Pandemiezeit viel darüber diskutiert wird, wann geht es denn wieder zurück zu dem, wie es vorher war und wie wird dann die Normalität aussehen? Und ich glaube nicht, dass das genauso wird wie früher. Ich hoffe vor allem nicht, dass es so wird, weil es gibt ein paar Sachen, die sollten anders werden, aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall, ich hatte dann diesen Satz, das Leben geht weiter, und den habe ich dann aber ergänzt zu, auch wenn es nie wieder so wird, wie es mal war. Und das war für mich so die Grundidee. Da war dann auch relativ schnell klar, das soll der Refrain werden, doch was auch kommt, das Leben geht weiter, auch wenn es niemals wieder wird, wie es einmal war. Und in den Strophen ist dann die Idee, dass es da dann so ein bisschen um dieses Durchhalten, Weitermachen geht. So ein bisschen Michael Ende, Beppo Straßenkehrer, ein Schritt nach dem anderen. Und dann kommt man irgendwie auch durch sehr, sehr schwierige Zeiten durch. Man muss so ein bisschen offen sein für Veränderungen, die sich ergeben. Man kann nicht sagen, ich möchte, dass jetzt alles wieder so ist, wie es früher, oder dass sich nichts verändert. Also diese Offenheit braucht man irgendwie. Aber trotz allem dieses ein Schritt nach dem anderen und das trotzdem in Verbindung mit so einem positiven, energiegeladenen und fröhlichen Rockruf. Ich glaube, das ist eine Idee, die könnte als Song funktionieren. Und wie das dann etwas genauer aussehen könnte, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an.